Und da wären wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Heart Gold. Wir sind hier im abgebrannten Turm, der Turmruinen sozusagen. Und hier gibt es, glaube ich, noch eine Menge Items. Ich glaube auch nicht, dass wir die ohne die Stärke vor allem hier großartig suchen können. Also suchen können wir sie schon, aber aufheben. Das ist dann nochmal steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich mache einfach mal spaßeshalber das Itemradar an. Da oben, das sieht mir noch gut aus. Natürlich unterbricht mich dieses wilde Pokémon hier bei meiner Arbeit. Da fällt mir was ein. Ich wollte eigentlich was überprüfen. Okay, das sieht voll korrekt aus. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwie die Level falsch gesetzt. Das ist so nicht wahr. Jedes Mal, wenn mir ein wildes Pokémon begegnet, geht der Type, dieser Radar wieder weg. Geil. Ein Gegengift. Aber halt. So da doch so fern. Ich liebe es. Nicht. Spoiler. Naja, flüchten und dann schaue ich mal, ob Shiro uns hier rausbuddeln kann. Na, dankeschön, Shiro. Wir graben uns einfach raus. Ich bin zu faul, die Treppe zu nehmen. So. Hinter uns haben wir das Loch natürlich wieder zugebuddelt, damit es hier keine Verschandlung gibt. Juti, das heißt, wir können jetzt ins Pokémon Center gehen und uns nochmal heilen. Obwohl, so schlecht geht es uns aber gar nicht. Aber naja, wenn wir jetzt in die Pokémon Arena gehen, dann ne, möchte ich schon, dass es uns gut geht. So, Pokémon sind geheilt. Ich glaube, ich möchte die ersten Kämpfe tatsächlich von Shiro und von Blue machen lassen. Wir werden die zwar abwechselnd in den Kampf schicken. Also einigermaßen, dass sie hier gleichmäßig wachsen, weil die ja beide Biss können. Und den Arena-Leiter kann sich dann Blue verknüpfen. Wie gesagt, er spielt gerne mit so einer Hypnose-Traumfässer-Kombination. Und naja, die ist auf Blue völlig wirkungslos. Was ziemlich geil ist. Hey du, zukünftiger Champ! Die Trainer dieser Arena haben sich auf Pokémon vom Typ Geist spezialisiert und setzen sie hemmungslos gegen jeden ein, der es wagt, sie herauszufordern. Geist-Pokémon sind ein bisschen wie Gespenster und Phantome. Wenn du sie also versuchst, ihnen mit roher Gewalt beizukommen, wirst du damit nur wenig Erfolg haben. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er mir ein bisschen über die Arena erzählt, damit ich das nicht machen muss. Jedenfalls haben wir hier diese schmalen Brücken, die im Dunkeln sind. Und wenn man hier rauftritt, beziehungsweise wenn man quasi von der Brücke springt, kommt man am Anfang wieder an. Und wir müssen uns quasi unseren Weg hier vorkämpfen. Das Gute ist, die Trainer haben eine Kerze auf ihrem Kopf und dadurch sehen wir den Weg ein bisschen. Aber ich glaube, das war so, sobald wir die besiegt haben, geht das nicht, glaube ich, aus. Irgendwie sowas war das. Mal sehen, ob du es schaffst, unserem Pokémon Schaden zuzufügen. Da gehe ich von aus. Gott, hast du viele. Du hast ja fast so viele wie ich. Also los, Shiro. Dann beiß mal. Es ist mir zwar ein Rätsel, warum Biss zu einer Unlichtattacke wurde und Unlichter effektiv auf Geister sind. Das heißt, wir beißen die Geister tot. Hat jemand schon mal einen Geist tot gebissen? Ich kenne niemanden. Naja, stellen wir uns mal nicht so an, weil das schenkt uns hier gerade den Sieg. Nehmen wir es einfach so hin und beißen uns einfach durch die Nebulox hier. So, das ist der Nebulak Nummer 2. So, mein Level Up für Shiro. Sehr schön. Und das nächste Nebulak. Wenigstens sind die alle mit einem Schlag besiegt, dann geht das schön schnell. Und die geben eigentlich auch ganz gut EP. Also ich kann mich nicht beschweren. So. Und das letzte bitte.
guck mal, das sind gleich anderthalb Level für Shiro. Das ist doch nicht schlecht. Meine Wade lockt. Das stört gerade ein wenig. Aber hey, ich werde es überleben. Ich habe noch jemanden gesehen, der an einer juckenden Wade gestorben ist. Ah, die Lichter gehen aus. Ich wollte gerade sagen, die Lichter bleiben, aber nein, sie gehen aus. Das heißt, wir müssen uns halt vorher merken, wie der Weg ist. Naja, wir müssen dann dunkel durch. Bist du verwirrt, weil du nicht weißt, wohin du gehen sollst? Besiege mich und ich gebe dir einen Tipp. Oh, ein Apollo. Boah. Und es zieht sich gleich selbst KP ab. Es möchte so sehr sterben. Es flucht sich wahrscheinlich selbst gerade ins Grab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na, ist doch fast ein Level up. Und da steckt der Fluch zu. So, komm mal zurück. Dann kann sich Kinto darum kümmern. So. Brauchst auch mal wieder ein bisschen EP. Aber erstmal bist du verwirrt. Das kann ja was werden. Natürlich. Und der verflucht sich auch erstmal selbst. Na komm jetzt aber. Na, dankeschön. Ich dachte gerade für eine Sekunde, dass Apollo hätte das überlebt. Ah ja, Sägesang. So. Und Eiszahn. Oh, schön. Natürlich. Machen wir mal Kopfrüstung. Das brauchen wir rein theoretisch eh nicht mehr. Oh, schön, dass wir jetzt Eiszahn haben. Das gefällt mir aber sehr gut. Rum und geradeaus weiter. Und hier gleich einmal um sie herum. Alles klar. Oh, jetzt habe ich gar nicht vorgelesen, was sie gesagt hat. Naja, es wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Sie hat auch keinen Apollo. Ich finde es ein bisschen unheimlich, dass hier in der Arena nur alte Leute sind. Naja, die Alten fühlen sich die Toten wahrscheinlich mehr zugehörig als den Lebendigen. So. Und jetzt? So. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Okay, wir müssen gleich eins zurück. Und dann jeweils ein weiteres. Kriegen wir schon irgendwie. Vor allen Dingen, wenn man einmal rausgeht und dann wieder rein, dann sind die wieder da in ihren Anfangspositionen und haben ihr Licht wieder an. Da kann man sich das eigentlich voll einfach mitmachen. Und noch ein Apollo. Was ist mit diesen Apollos eigentlich los, dass sie sich die ganze Zeit selbst verletzen? Ich glaube, die wollen auch sterben. Alle wollen hier sterben. Ist die Todesarena. So, was sollte man bei Geist-Pokémon noch erwarten? Da steckt der Flug wieder zu. Und ein Nebulak. Na, ich hoffe, der Flug killt Shiro jetzt nicht. Das wäre ein bisschen unglücklich, aber naja. Na, Gott sei Dank nicht. Und für Level Up hat es auch nicht gereicht. Ha! So, dann komm mal nach vorne, Blue.
Willkommen! Hier in Teak City werden Pokémon schon seit jeher als mystische Wesen verehrt. Wir glauben an eine alte Sage, die besagt, dass hier einmal einem sehr talentierten Trainer ein legendäres Pokémon erscheinen soll. Mein ganzes Leben lang habe ich fest daran geglaubt, dass die Weissagungen irgendwann eintreten werden und zu diesem Zweck im Geheimen trainiert. Nun besitze ich die Gabe, Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. In diesen Visionen kann ich den Schatten eines Menschen erkennen, der die Fähigkeit besitzt, das legendäre Pokémon dieses Ortes herbeizurufen. Und ich glaube, dass dieser Mensch niemand anderes als ich selbst bin. Komm und hilf mir bei meinem Training. Irgendwie ganz schön selbstsüchtig, ne? Und egozentrisch. Aber naja, okay, wenn er es glaubt. Und er fängt mit einem Nebulak an. Frage ich mich natürlich, was er gegen unser schönes, tolles Nocturne machen möchte. Ich glaube, Flug könnte er dagegen einsetzen. Das könnte er wohl machen. Nein, er sorgt lieber dafür, dass wir das Teil nicht mehr auswechseln können. Na gut, wahrscheinlich kann er auch nichts anderes so weit dagegen einsetzen. Und da gibt's schon einen Hypertrank? Meine Güte, du lebst aber im Luxus. Pokémon nicht mal auf Level 25 und du gibst hinterher schon Hypertrank. Das ist nicht Verschwendung. Zumal du das Nebulak damit eh nicht retten kannst. Das finde ich auch immer so, weil die geben ihrem Pokémon Tränke, obwohl die eh wieder mit ein oder zwei Attacken besiegt sind. Das macht total keinen Sinn. Und Alpollo kommt als nächstes. Ja, das setzt Fluch ein. Oh, das hat es tatsächlich überlebt. Na, dann kommt jetzt wahrscheinlich der zweite Trank. Nope, er kommt mit Hypnose, aber das hat ja aufgrund von Blues Fähigkeit keine Wirkung. Ich würde nur was gegen den Fluch unternehmen wollen. Der könnte auch noch ein bisschen nervig werden. Aber bei Gengar bleiben wir, glaube ich, drin. Das Gengar sollte und so weiter eigentlich nichts dürfen. Wenn wir wenig KP haben, gebe ich einen Trank. Dann haben wir ein paar Runden Ruhe. Wow, die Konfusion macht aber wenig Schaden. Ah, der Fluch stört schon ein bisschen, das muss ich nicht zugeben. Naja, okay, zum Wechseln ist es jetzt eh zu spät. Tiefschlag hat man, glaube ich, noch fünfmal, ne? In dem Sinne. Guck mal, ich habe einen Reflektor. Dann gebe ich mal wieder einen Trank. Dann sind wir wahrscheinlich schon bei 3. Dieser Kackfluch, der ist echt doof. 4. Ach, wisst ihr was? Wir setzen nochmal einen Reflektor ein. Warum denn nicht? Und 5. Damit sollte dieses Gengar auch keinen Tiefschlag mehr haben. Doch, einen hat es noch. Naja, aber dank des Reflektors hat das nicht so gut wie nichts gemacht. Muss aber gleich trotzdem einen Trank geben, weil wir sonst nicht so dank dieses Kackfluchs nicht mehr überleben. Gott, der ist echt nervig. Guck mal, ich kann auch einen Übertrank geben. Bitteschön. So. Ja, schön und gut, dass der Reflektor nicht mehr funktioniert. Jetzt brauchen wir ihn auch nicht mehr. Ah, wie gesagt, wenn dieser Kackfluch nicht wäre, das wäre so schön einfach. Aber nein, der Fluch ist ja da. Unsere ganzen Tränke gingen nur wegen diesem Fluch drauf. Könnte ich rumfluchen, aber ich tue es nicht. Ich freue mich lieber, dass es so gut klappt. Oh, es ist verwirrt. Mit Öl. Und wieder kann ich einen Trank. Nein, keine Beere. Ein Trank, bitte. Kann er sich jetzt bitte ein, zwei Mal selbst machen, damit wir schnell besiegen können?
Natürlich nicht. Was war dieser Fluch? Da fluche ich mehr rum als der Fluch. Jetzt aber bitte mal. Na, Spuckball hat keine Wirkung. Ich frage mich, ob die daran gedacht haben, dass man das so einfach ausnutzen kann, dass Noctur gegen Gengar immun ist. Oder dass Gengar so gut wie nichts gegen Noctur machen kann. Oder ist das jetzt einfach ein Versehen gewesen? Ich meine, bei so vielen Pokémon, wie es hier gibt, kann ich mir verstehen, dass nicht für jedes Pokémon eine Strategie entgegensetzen kann. So, das Apollo schafft Pinchot auch bestimmt. Ich will endlich diesen Fluch loswerden. Ich habe keine Lust, jetzt dafür noch einen Trank zu vergeuden. Oh nein, noch nicht. Ich glaube noch an einen Sieg. Und es kann Nachtnebel. Aber ich habe noch viel härter trainiert als alle anderen. Ich glaube, die haben das tatsächlich geändert, dass James gar keine Traumfresser-Strategie mehr hat. Naja, es ist eh zu spät, um sich darüber Gedanken zu machen. Das war easy. GG, easy. Ich verstehe das einfach nicht. Ich schon. Meine Fähigkeiten im Kampf sind an sich nicht so viel schlechter als deine. Aber du scheinst etwas anderes zu besitzen. Ich niemals. Aber gut, hier, nimm diesen Orden. Und damit haben wir den Phantomorden erhalten. Mit dem Phantomorden gehorchen dir Pokémon bis zu einem Level von 50. Aber das ist noch nicht alles. Deine Pokémon können nämlich nun auch die Attacke Surfer außerhalb von Kämpfen einsetzen. Und jetzt, nimm bitte noch das hier. TM30 erhalten. Darin befindet sich Spukball. Diese Attacke verursacht nicht einfach nur Schaden beim Gegner, sondern senkt auch seine Spezialverteidigung mit einer Wahrscheinlichkeit von 15% oder so. Wenn sie dir gefällt, kannst du sie gerne nach Belieben einsetzen. Okay, ich hätte gerne ein paar mehr davon, aber das kann ich kann mich hier nicht unterstützen. Was soll das denn? Na, dann springe ich eben hier von der Brücke. Ciao! Ich nehme die Abkürzung. Ja, Mami, was gibt es? Ich habe gerade einen Orden bekommen. Hallo Sefi, wie geht es dir? Ich habe beim Einkauf mein nützliches Item gefunden und es von deinem Geld gekauft. Tut mir leid. Hol es beim Lieferanten im nächstgelegenen Kaufhaus oder Pokémon Supermarkt ab. Du wirst es sicher gebrauchen können. Tüt. Oh Mann, Mami. Verschoppt dir mein ganzes Geld. Ich hoffe, unser Haus steht noch und ist nicht verschoppt worden. Die kann echt nicht mit Geld umgehen. Kein Wunder, dass Papa abgehauen ist. Wenigstens habe ich noch mein eigenes Zimmer. Wenigstens das habe ich noch. Mama muss ja mittlerweile in der Küche schlafen, weil sie da ihr Zimmer verkauft hat, damit sie noch genug Geld hat, um einkaufen zu können. Furchtbar ist das. So, Blue, du hast deine Sache hervorragend gemacht. Bin sehr stolz auf dich. Hallo? Ja. Lass endlich dieses langweilige Zapple und leg mal einen anständigen Hut aufs Parkett. Dürfte ich euch gnädigst darum bitten, eure Zwischenrufe einzustellen? Was soll das heißen? Hat das Publikum nicht etwa das Recht, selbst zu bestimmen, was es sehen will? Soll ich euch mal zeigen, wie man das richtig macht? Er dreht sich im Kreis. Frage mich, ob ihm irgendwann schlecht wird und er kotzt. Hey, was soll das werden? Stellst du dich mir etwa in den Weg? Ja? Vielleicht? Bestimmt? Hallo, Smogon. Das ist mein Kleinstein. Und mein Kleinstein wirft gerne mit Stein. Wichtig zu betonen ist allerdings, dass es gerne mit einem Stein wirft. Oder mit Einstein und nicht mit Kleinstein. Und damit meine ich nicht den Wissenschaftler, mit dem ich es gerne wirft. Stell ich mir wirklich vor.
nennt man wohl verloren. Oh. Ja. Ja. Dann bin ich wohl doch nur ein Schmalspurganove. Nein, jetzt habe ich ganz vergessen, dass wir gleich mit der Durchführung unseres teuflischen Plans beginnen. Ach, wenn herauskommt, dass ich hier faul bin und alles aufhalte, lass nehme ich gleich wieder ganz unten als Schuhputzer anfangen. Ich muss auf der Stelle hier weg. Alles in Ordnung. Ihr seid Sefi, nicht wahr? Das war wirklich beeindruckend. Ihr seid gutmütig und stark. Und ihr versteht euch ausgezeichnet im Training von Pokémon. Ich wusste einfach, dass ich mich in euch nicht getäuscht habe. Aber ich führe wieder Selbstgespräche. Am besten hört ihr mir einfach nicht zu. Ich kann nie sagen, wer von dem wer ist. Das war wirklich sauber. Ich meine, meisterhaft. Wer hat so junge Leute wie dich, sieht man nicht alle Tage. Hier, das ist ein kleines Dankeschön. Nimm mal keine falsche Bescheidenheit. Nimm es ruhig an. Und damit haben wir die V3 Surfer erhalten. Die Attacke daran nennt sich Surfer. Damit bretterst du mit deinem Pokémon im Windeseile über die Wellen. So, das können wir gleich mal Kinshu beibringen. Ich meine, Kinshu ist zwar nicht der Beste im Spitzangriff, aber naja, ich schätze, Surfer ist immer noch besser als Aquaknarre. Ich finde das immer noch so krass, dass man so eine starke Attacke wie Surfer hier schon nach dem dritten Orden kriegt. Oder nach dem vierten. Ja, wir sind nach dem vierten. Gott. Habe ich doch gleich eine Arena-Leiter vergessen, aber naja. So, schwupp, Aquaknarre vergessen und Surfer lernen. Damit stehen uns jetzt natürlich jede Menge Gebiete offen, die wir vorher nicht besichtigen konnten. Ach übrigens, der Mann hatte in der Gold- und Silber- und in der Kristall-Edition ein Rizaros da stehen und wollte seinen Rizaros-Surfer beibringen. Ich weiß nicht, warum man das geändert hat, ich fand's cool. Vielleicht, wenn heutzutage niemand mehr seinen Rizaros-Surfer beibringt. Oh, hi. Einen schönen guten Morgen. Du musst Sefi sein. Ist morgen. Deine Mutter hat mir ein Paket für dich gegeben. Hier, bitteschön. Einen Supertrank. Oh, danke, den können wir gut gebrauchen. Wenigstens kauft sie ab und an noch mal. Alter, ich will dir kaufen. Kaufst du wenigstens ab und an mal nützliche Sachen. Gott, wir haben schon sehr, sehr viel Geld. Ich sollte gar nicht so viel Supertränke kaufen, weil ab die nächsten Arena, da können wir, glaube ich, schon Supertränke kaufen. Oh, wir können Superschutz kaufen. Bin ich doch dabei. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Elfruin. So, das ist ja nicht weit von hier. Da gibt es jetzt nämlich diesen Bereich, wo wir vorher nicht lang konnten. Was heißt, gibt es jetzt? Den gab es vorher auch schon, aber wir konnten da halt nicht hin, weil, naja, uns ein bisschen Wasser im Weg war. Da können wir jetzt einfach rüberhoppen. Eigentlich voll doof, dass ich für die kleine Stelle da gerade den Schutz verschwendet habe, aber naja. Der hält ja noch ein Buschen. Da zum Beispiel. Und hier liegt ein Hypertrank. Großzügig. So, den Felsen machen wir ganz schnell kaputt. Hier ist es kein Problem für unseren kleinen Felsen hier. Und dann sind wir hier. Klasse. Hätte ich gar nicht rübersurfen müssen. Naja, aber das hier ist zumindest neu. Und da nach links kommen wir über den Einheitstunnel ran. Da können wir eigentlich... Das schaffen wir diesen Part, glaube ich, nicht mehr. Aber im nächsten Part können wir da hingehen. So, hier gibt es wieder eine kleine Aufgabe, nämlich... Flucht. Nein, Licht. Ich kann nicht lesen, da steht Licht. Haben wir jemanden mit Licht? Moment, wir haben gleich jemanden mit Licht. Dauert eben eine Sekunde. Ich will ja eigentlich nichts vergessen lassen. Eigentlich nicht. Gut, dann haben wir jetzt gerade im Moment niemanden mit Licht. Dann kommen wir später nochmal wieder. Ich dachte, Head Blue könnte das lernen, aber naja. Dann eben nicht. Dann, wie gesagt, dann kommen wir später nochmal wieder her mit einem Pokémon, das dann auch Licht hat. Und da sieht man, da bei der Höhle, da oben, sieht man es ein bisschen. Da kommt man raus.
Und da oben ist auch noch ein Ausgang. Vom Einheitstunnel führen zwei Wege in die Alphoin. Einmal wird das Fahrrad geschützt, da kommt man da doch irgendwie schneller mit voran. Welcher Tag ist eigentlich hier heute? Dienstag. Oh, wir haben einen Dienstag. Wie gesagt, Datum und Zeit stimmen hier nicht immer ganz mit dem, was in der Realität gerade ist. Wir haben nämlich heute zum Beispiel Freitag. Heute ist der 13. Und es ist auch nicht 6 Uhr morgens, es ist 20 nach 12 nachts. Ist ein kleiner Unterschied. Na, aber diesen kommen wir mit dem Schutz hier schnell durch. Oh, warte, hier war, glaube ich, noch ein Item versteckt. Ja, Schatz, du wächst nicht mehr. Oh, hey. Ja, guten Tag. Da kann ich doch nicht Nein sagen. Und tschüss. Ich glaube, hier gab es, glaube ich, noch eine Herdschuppe oder so. Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Ich frage mal den Stradar. Ich weiß, dass es hier ein Item gab. Ich bin mir halt nur nicht hundertprozentig sicher, wo es war. Aber es ist da. Das weiß ich. Natürlich. Und es ist ein wildes Tentacher. Da rennen wir mal ganz schnell vorweg. Ja, in der Herdschuppe war's. Ich weiß nicht, warum ich mir ausgerechnet die merken konnte. So, jetzt kann's weitergehen. Ich pack, glaube ich, nochmal einen Schutz drauf. Bei meinem Glück werden wir hier sonst von wilden Pokémon überrannt. Hier oben war das. Ja, da, hier. Und da kann man hier einfach weiter surfen. Und dann hat man, ich glaube, man hat, da, geh rauf. Genau, da ging es nicht weiter. Wozu hat man einen Schutz drauf? Wirkt ja hervorragend. Oh, hallo, Warlord. Mann, das Warlord hat aber ein ganz schönes Level. Nehmen wir mit, würde ich sagen, ne? Ich meine, bei den EP sag ich nicht nein. Ja, Amnesie betrifft uns in dem Fall nicht, weil es seinen Spitzverteidigungswert pusht und wir greifen physisch an. Wenn ich mit Skarborn speziell angreifen würde, würde das eh nicht viel Schaden machen. Und noch eine Hornattacke. Ich hätte auch Tackle nehmen können. War nicht egal gewesen. Das Teil hatte ich dafür. Ja. Gab doch ganz gut EP. Nehme ich gerne mit. So, und bevor wir uns in den Kampf gegen den Trainer da stürzen, würde ich sagen, beenden wir die Folge mal, damit wir nicht in Überlänge gehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin sage ich natürlich wie immer...